Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie ein Kalb heranwächst und zum Wiederkäuer wird. Wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt. Nach ca. 6 Monaten spricht man dann nicht mehr von einem Kalb, sondern nennt das Tier Ferse. Fersen sind weibliche Tiere, die älter als 6 Monate sind und noch nicht gekalbt haben. Mit einem Alter von 14 Monaten erreichen die Tiere die Zuchtreife. Das bedeutet, das Tier ist bereit, besamt zu werden. Dies erfolgt meist im Alter von 14 bis 16 Monaten oder mit dem Erreichen eines Lebendgewichts von 400 bis 420 Kilogramm. Dabei kann die Belegung sowohl durch einen Deckbullen als auch durch künstliche Besamung erfolgen. Bei einer erfolgreichen Belegung beträgt die Tragezeit 9 Monate. Meist werden die Tiere 4 bis 6 Wochen vor der Geburt in die bestehende Milchherde eingegliedert, damit sie sich an die Umgebung, die Fütterung und die neuen Herdenmitglieder gewöhnen. Die Ferse muss erst einmal lernen, wie man sich in einem Boxenlaufstall oder einem Melkstand verhält. Nach ca. 280 Tagen kalbt die Ferse und wird zur Kuh. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 24 bis 26 Monate alt. Erst mit der Kalbung steigt die Kuh in die Milchproduktion ein, da durch die Geburt Hormone zur Milchbildung aktiviert werden. Die Kuh kann nun Milch geben, um ihren Nachwuchs zu versorgen. Eine Kuh muss also erst ein Kalb bekommen, um Milch zu geben. In der Regel gibt eine Kuh rund 300 Tage Milch. In der ersten Woche nach der Kalbung verändert sich die Konsistenz der Kolostralmilch hin zu normaler Milch. Die sogenannte Transitmilch wird in der Regel nicht an die Molkerei abgeliefert, sondern den Kälbern verfüttert. Nach und nach steigt die Milchmenge der Kuh immer weiter an und erreicht ihr Maximum 8 bis 12 Wochen nach der Kalbung. Für die Kuh bedeutet die Kalbung eine enorme Belastung. Ihr Stoffwechsel muss sich an die Trächtigkeit anpassen, sie muss sowohl sich als auch ihr Kalb mit ausreichend Nährstoffen versorgen und sie trägt ein Kalb von zuletzt fast 45 Kilogramm inklusive einiger Liter an Fruchtwasser mit sich herum. In der Zeit nach der Kalbung ist die Kuh deshalb besonders anfällig für Stoffwechselerkrankungen und steht unter besonderer Beobachtung. 8 bis 12 Wochen nach der Kalbung wird die Kuh in den meisten Betrieben wieder belegt. Wenn die Belegung erfolgreich ist, beginnt für das Tier erneut eine 9-monatige Tragezeit. Die Kuh wird 6 bis 8 Wochen vor der bevorstehenden Geburt trockengestellt, da die Milchproduktion zum Ende der Trächtigkeit stark abnimmt. Das Trockenstellen ist eine Art Urlaub für die Kuh. Sie gibt in dieser Zeit keine Milch, das Eutergewebe kann sich ebenso wie die Kuh erholen und einer erneuten Geburt steht nichts mehr im Wege.